ich würde mal so in die allgemeine Diskussion überleiten, da müssen wir wahrscheinlich noch mal zu Wort kommen, denke ich. Wenn man die Zahlen sich anschaut, und wir haben vor nicht allzu langer Zeit mal für unsere eigene Entwicklung, sage ich mal, eine Studie bei der DKI in Auftrag gegeben, wo es unter anderem um die Prognosen 2016 ging, was das Thema Pflegebedürftigkeit angeht, Zahlen eben in dem Kontext, was das Thema Haushalte mit über 70-Jährigen angeht. Da wissen wir ja alle, dass das sich, und ich rede jetzt nicht von 20 Jahren oder so, sondern wie gesagt, die Studie war bis 2016 aufgesetzt, dass wir innerhalb dieser recht kurzen Zeit da schon eine dramatische Zunahme haben. Und diese ganzen Probleme, von denen wir jetzt auch aus Holland gehört haben, ja in vielen Gemeinden in Deutschland bereits angekommen sind. Da gibt es, sagen wir mal, hier viele, auch in Bayern, viele ländliche Gemeinden, wo man das Problem hat, dass die jüngeren Menschen dort wegziehen, dass wir eine Überalterung der Bevölkerung an der Stelle haben, dass wir irgendwelche Lösungen finden müssen, damit die Menschen dort bleiben. Und es wird eben doch so sein, es wird eben nicht so sein können, dass die alle Pflegeheime wandern, zumal tatsächlich auch so ist aus Befragungen heraus, dass die Menschen das gar nicht wollen. Und insofern, sagen wir, es ist ein Vortrag heute ausgefallen von der Frau Sänger, da ging es um Finanzierungsmöglichkeiten, da ging es unter anderem zum Thema Sozialfondsgenossenschaft. Jetzt haben wir das Thema aus Holland gehört und die Frage wäre eben, Bozen haben wir auch gehört, was da möglich ist, wären das Modelle, die Sie sich politisch in Bayern beispielsweise oder überhaupt in Deutschland vorstellen können? Ich würde das mal an Herrn Helmer. Also es gibt bereits, das ist am Sozialministerium, bleibt auch teilweise im Sozialministerium, gibt aber Überschneidungen jetzt zu uns, und zwar ist es die Koordinierungsstelle für Leben, Wohnen im Alter, seine eigene Einrichtung. Und die hat eine ganze Reihe von Förderprogrammen. Ich habe ein Heftchen da, ich lasse es gerne mal durchgehen. Und da sind insbesondere auch diese Sozialgenossenschaften als eines der Belege, die kennt man ja sonst nur, dieses Modell der Genossenschaften, das kennen Sie alle aus den Banken. Aber das gibt es auch seit 2006 für den Bereich Soziales. Und diese Sozialgenossenschaften, da gibt es eine spezielle Ausformung, das nennt sich Seniorengenossenschaften, wo eben Ältere zusammenleben und dort gibt es Fördermöglichkeiten. Ich lasse es gerne mal durchgehen. Das sind die Dinge, die es schon gibt. Und jetzt ist das, was ich eingangs heute früh sagte, eben auch noch bei uns diesen Bereich Pflegeforschung. Das ist jetzt ganz nebulös, aber es ist jedenfalls mal mit 500.000 hinterlegt. Das ist ja schon mal was. Ja. Das heißt, der Wille wird dort deutlich. Man will pfiffige, innovative Ideen, speziell für den ländlichen Raum, eindeutig, nicht Metropole, ländlicher Raum, für die Gäste aus Nicht-Bayern. Bayern besteht mit Ausnahme Münchens, vielleicht noch Nürnberg, muss ich jetzt sagen, weil mein früherer Minister kommt daher und der Dr. Hein genug und nicht, dass er sich verplappert. Also Nürnberg, auch Metropole natürlich. Das war ein Spaß, ja. Und München, aber der ganze Rest von Bayern ist ländlicher Raum. Also lassen wir noch Würzburg und Regensburg und Augsburg, okay. Aber dann ist alles ländlicher Raum. Das heißt, es ist bei uns eine riesen Herausforderung und deswegen der politische Wille, innovative, pfiffige Konzepte zu generieren, die man dann auch mit diesem Fördergeld als Best-Practice-Beispiel im ländlichen Raum fördern möchte, wo wir spezifisch den Pflegebedürftigen, also nicht den Gesunden, sondern den, der halt unsere Hilfe braucht, möglichst lange das Verbleiben in den gewohnten Umgebungen, wenn es nicht mehr die eigene Wohnung ist, dann wenigstens im Ort, im Quartier, wo man sich kennt, mit anderen zusammen, wenigstens das, also das, was ich meinte mit, wenn ich zu Hause wohne, dann wenigstens so wie zu Hause, und das heißt in der gewohnten Umgebung, diese Sachen zu fördern. Ja. Also wir sind da, das ist eigentlich das Spannende jetzt und macht einen auch ein bisschen zuversichtlich, wenn man sagt, also da sind wir auch jetzt angewiesen, was aus der Praxis, also was aus den Reihen von Ihnen als möglich erachtet,
wird, was ist machbar aus Ihrer Sicht, was funktioniert vielleicht schon in Teilen, was bräuchte aber jetzt so eine ideelle Unterstützung oder auch materielle Unterstützung, um es noch einmal so richtig aufs Gleis zu setzen. Und das ist jetzt das, was die Ministerin will. Weil es ist ja, sagen wir mal, am Ende auch immer wieder eine Frage der Finanzierbarkeit und eine Frage, inwieweit man auch abseits der bestehenden Sozialsysteme Wege findet, um solche Dinge eben zu finanzieren. Weiß ich, vielleicht. Lass es mal durchgehen. Es ist diese. Es gibt eine E-Mail-Adresse. Also ich orientiere mich da auch noch, bin ja da auch jetzt ganz zwischen dem Bereich. Aber das sind die Angebote, die es schon gibt. Ja. Und daneben gibt es ja diese Förderprogramme, von denen auch der Datschek, ist er noch da? Nee, das ist schon weg. Auch gesprochen hat, diese Förderprogramme zur Akquise von Hausärzten im ländlichen Raum. Mhm. Dieses Förderprogramm ist ja auch bekannt. Und da ist eines noch dabei, was auch über die Gesundheitsagentur abgewickelt wird bei uns, nämlich auch Förderung innovativer Versorgungskonzepte. Da hatte man nicht die Pflege im Schirm. Auf dem Schirm, sondern da ging es mehr zwischen stationär und Ambulanz, hier an dieser Sektorengrenze, an dieser Schnittstelle Zusammenarbeit zu fördern, wie auch immer. Das war aufgelegt zu einem Zeitpunkt, wo man noch gestritten hatte in Bayern, wollen wir jetzt die MVZ kapitalisiert oder nur Ärzte geführt, also das ist die Diskussion von damals, aber es ging immer um die Schnittstelle ambulant-stationär. Und das wird jetzt erweitert, auch auf die anderen Schnittstellen, also von zu Reha und zu Pflege. Sodass auch dieses Förderprogramm zur Förderung innovativer Versorgungskonzepte die gesamte Versorgungskette anspricht. Also auch unseren Bereich der Nachsorge. Das vielleicht noch zur Ergänzung. In Holland macht man ja einschlägige Erfahrungen. Also ich habe so den Eindruck, die wir noch vor uns haben. Ja. Ein Teil der Maßnahmen, die in Holland ergriffen werden, fußen, wenn ich das richtig verstanden habe, auch darauf, dass der Einzelne auch finanziell ins Boot genommen wird. Das heißt, Entlastung des Sozialsystems, sagen wir, durch die Stärkung oder den Ausbau der Motivation des Einzelnen Betroffenen. Wie sieht das denn das Staatsministerium, derartige Möglichkeiten, wenn Sie über Genossenschaften diskutieren? Dann ist eine solche Genossenschaft ja per se eine zusätzliche Gemeinschaft, vielleicht kommunale Gemeinschaft, die Leistungen, Sozialleistungen dann erbringt und auch selber organisiert, die Last aber so ein bisschen vom Sozialsystem wegnimmt. Trotzdem würde ja der Einzelne belastet werden, was durchaus sehr mal. Das geht schon in die Richtung, dass du den Einzelnen schon nicht aus der Verantwortung entlässt, sondern ihm schon auch was auferlegst. Aber wie das jetzt generell mit Ausnahme auf diese Beispiele, die es jetzt schon gibt, aber auch erst seit 2006 sind sie ja förderfähig, kann ich Ihnen sagen. Aber ich würde ja sagen, also, was hat hier bezogen auf Bayern mit diesen familiären, also Konzept familiäre Pflege? Das ist ja von Haus nach, ich glaube, Einheit bezuschusst worden. Das heißt, es ist also für die Regionen, die müssen die Pflegestatistik geben und wir wissen ja alle, wer der Pflege Geld kriegt, das sind die Angehörigen. Und die AOK und Rheinland und Hamburg bezuschusst also Schulung in Kliniken, stationär, also in Krankenhäusern und auch Lehreinrichtungen, die Schulung der Angehörigen. Mit Stellenweise, also müssen Sie sich vorstellen, Stellenweise geben Schulung, auch Teamschulung im Krankenhaus, bis zu 79 Euro ein Hausbesuch einer Mitarbeiterin eines Krankenhauses im Umfeld. Und da geht es erstmal was mir wichtig ist, auch die niederschwelligen Angebote. Sehr viel dieser Diskussion geht dann immer reichen ist, und Demenz, lassen wir mal auch arbeiten, in dieser hochaufwendigen, palliativen, onkologisch versorgt. Es geht immens viel Geld in wirklich niederschwellige Angebote. Aus dem Grunde, Argument der AOK und Einheit, der billigste Pflegedienst, die Familie. So, und ich weiß zum Beispiel aus der Erfahrung, dass solche Projekte in Bayern im Augenblick, also wenn Sie da Kliniken ansprechen, ja,
was einfach finanzielle Mittel fehlen, obwohl die Mittel im System wären, das müsste noch nicht mal gefordert werden. Das müsste nur eine Bereitschaft sein, eine Kosten. Aber dazu fehlen die politischen Impulse. Das ist auch schwierig und wir bauen jetzt in manchen Regionen, also Berlin, Brandenburg zum Beispiel, sogenannte Pflegewerkstätten auch vor der Klinik. Übernehmen einfach auch gewisse Leistungen des Sozialdienstes eines Krankenhauses. Es geht nur um Beratung und Dokumentation. Das wird gebunden. Was macht die Pflegewerkstatt? Das sind einfache Hilfsmittel. Da ist ganz, ganz banal gesprochen, da steht man Konator, da steht man Gleichgewichtsrollstuhl, da ist ein Stoma-Therapeut, der Schwiegermutter oder wem auch immer erklärt, so ist die Stoma-Anlage. Hervorragende Ergebnisse. AOK wird begleitet von der Uni Bielefeld. Und also jetzt konkret auf Bayern, hier in Bayern, können wir sehr von uns. Dazu, wir haben ja ein Projekt, das läuft eigentlich aus der Weiterbildung Pflegekräfte zur Fachpflegekraft Rehabilitation. Und da ist jetzt Patienten nach Schlaganfall, die eben mit häuslichem Pflegebedarf entlassen werden, da geht es los, das Managementprogramm mit dem Seminar für Angehörige Motivation zur Pflege. Dann wird der Patient probeweise im Grauen über ein Wochenende nach Hause geschickt mit einer von unserer Klinik finanzierten Pflegedienst in der Region, der dort ansässig ist, der aber nicht nur checkt, geht es zu Hause, welche Hilfsmittel brauchen sie, wie stellen sich die Angehörigen dar, und dann die Angehörigen vor der Entlassung nochmals ganz gezielt auf das, was sie können müssen, zu schulen. Und wir haben das mit der Erlangen-Nürnberg evaluiert, 2006, 2007 schon europäisch publiziert. Über 2,5 Jahre verringert es hochsignifikant Pflegeheimeinweisungen und Todesfälle, über 2,5 Jahre danach. Und also dieses Pflegeüberleitungsprogramm existiert, das wird jetzt an der Pflegehochschule in Nürnberg, die hier jetzt neu aufgemacht hat, weiter beforscht, und da fließt auch jetzt mit auch diese Weiterbildung Fachpflegekraft Rehabilitation ein. Im Moment läuft das eben über die Pflegeakademie der Universität Erlangen-Nürnberg, diese Weiterbildung, aber dass das funktioniert. Und es gibt einen anderen Ansatz, was ich auch weiß, auch die Barmer-Ersatzkasse zahlt Physiotherapeuten, die Schlaganfallpatienten betreuen, eben zusätzlich Geld für die Schulung und Anleitung der Angehörigen beim Hausbesuch, auch mit hervorragenden Ergebnissen. Also so ein paar Ansätze gibt es ja in der Regelversorgung. Nochmal vielleicht den Gedanken nach Holland. Die Kommunen kommen unter einem gewissen Druck. Man muss ja etwas tun. Gibt es da so eine Zusammenarbeit, wie der Dr. Schupti gerade vorgeschlagen hat, dass also die Rehabilitationseinrichtungen sich, ich sag mal, einbringen, dieses Versorgungsthema bei wegbrechenden stationären Pflegeeinrichtungen für Pflegevermeidung zu sorgen? Ja, so die Thema, wie heißt das, Prävention, ja. Ist auf der Agenda, aber wie man das macht, ist noch eine Frage, weil die Kosten von Physiotherapie, anders hier bei dem DRV, wo die Physiotherapie wird gezahlt door diejenigen die ook die resultaten daarmee hadden, snel weer de arbeid zoeken. Maar ik zeg het zo dat die krankenkassen zagen die physiotherapie, also moesten die investitie maken voor die preventie. En dan die gemoen hebben dan die resultaten. Ja? Und also, wie man das geht, wann derjenige investiert, derjenige Staaten kommt, das muss noch vereinbart werden zwischen die Krankenkassen und die Gemeinde. Aber in den Niederlanden sind die Krankenkassen national, und mein Nachbar kann eine andere Krankenkasse haben, dann nicht. Und das ist die Schwierigkeit auf diesem Moment. Also, ja, ist ein Thema, aber man kann keinen Mechanismus, um das auch finanziell zu machen. Und es gibt auch keine Bestrebung der Reha-Einrichtungen, sich da stärker zu engagieren?
Ja, die Physiotherapeuten, die, das ist neu in Holland, die sind für einen Teil nicht mehr in Krankenkasse. Das müssen Menschen selber zahlen. Ja. Dann hat man ein anderes, Dynamik. Ja. Und das ist jetzt in Entwicklung. Und die Physiotherapeuten kommen jetzt mit Initiative. Aber ich habe noch suchen. Das ist ein guter. Ich habe noch die Suche nach die, ja. Die klassische Reha-Einrichtungen, die wir haben, wo wir auch heute sind, die haben wir in den Niederlanden nicht. Okay. So nach dem Knie- und Hüft-App oder kardiologische Reha gehen sie normal nach Hause. Wenn es ernstere Fälle sind, geht es in Pflegeheim, in Kurzzeitpflege. Oder es gibt schon Reha-Einrichtungen, wo komplexe Krankheitsbilder behandelt werden, aber klassische Reha haben wir nicht. Wir gehen alle in Praxen, das sind alles ja unabhängige Praxen. Okay. Und deswegen ist es schwierig, um sich darauf so gut einzustellen. Und wie gesagt, klassisch aus der Physiotherapie ist, man kann sein Basispaket kaufen in den Niederlanden und da ist Physiotherapie nicht Standard, sondern man kauft sich das dazu. Aber man braucht es trotzdem, der Arzt möchte brauchen. Nein, man kann gleich zum Physiotherapeuten. Also auch per Budget. Das mit per Budget. Das schon, weil das hat man gekauft, scheiße, Versicherung. Und auch ein Budget. Auch ein Budget, aber wir wollen keine jetzigen Euro. Vielleicht muss man dazu sagen, dass die Länder, die zwei größten politischen Parteien sind liberal und Achso. Ja, weitere Fragen, Anmerkungen von Ihnen? Ansonsten werde ich jetzt versuchen, sozusagen pünktlich zu schließen. Nachdem wir am Anfang ein bisschen in Verzug geraten sind, haben wir es jetzt wieder reinholen können. Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit und für die vielen Diskussionsbeiträge. Danke nochmal allen Referenten, Diskutanten für die wirklich sehr, sehr interessanten Beiträge, alles rund um den Gesundheitsstandort zu Hause. Das Thema bleibt auf jeden Fall spannend. Es wird auch spannend sein, wer am Ende sozusagen sich diesen Markt erobert. Gesundheitsstandort zu Hause, ich habe da so meine persönliche Meinung zu, dass das vielleicht schon etwas wäre, wo Reha-Einrichtungen eine ganz große Rolle spielen könnten. Aber das wird man sehen. Und ist vielleicht ein Thema, wo wir im nächsten Jahr wieder etwas schlauer sind, wenn wir die nächste Fachtagung für Telemedizin wieder so um den Zeitraum herum durchführen würden. Wir gehen dann jetzt, wer möchte, mit in die Klinik und können uns anschauen, dort, wo Patienten sozusagen eintrainiert werden auf Telereha, um die Menschen, die sozusagen die Teilnehmer, die jetzt später noch zum Abendessen kommen, das findet hier quasi in dem Raum hier hinter dem Vortragsraum statt um 19 Uhr. Alle, die jetzt schon nach Hause fahren, denen wünsche ich einen guten Weg nach Hause, kommen Sie gesund wieder an, wo immer Sie hinwollen und hin müssen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und tschüss.